Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 6. Tja, in der letzten Folge sind wir vom Unterschlupf der Rückkehrer aus losgefahren mit einem Floß. Ging eigentlich ganz gut, bis wir auf einen gewissen Kraken namens Ultros getroffen sind, der uns leider Barnon erledigt hat. Deswegen mussten wir den Weg hierher nochmal zurücklegen und jetzt werden wir unser Glück nochmal versuchen. Ich habe inzwischen hier gespeichert. Ja. Mussten den Weg bis hierher nochmal fahren. Das ist ein bisschen blöd gewesen, aber so konnten wir wenigstens noch ein paar Level-Ups kriegen. So. Nicht das Heilen vergessen, Barnum. Noch ein Level ab, sehr schön, direkt vor Ultros. So, kommt der jetzt oder ist noch ein Zufallskampf? Ne, da kommt er schon. Ach, elendes Mistvieh. Hier gibt's kein Durchkommen, ja, ja. Nicht zu Mami rennen. Wird gegrillt. Immer schön weiter mit Feuer einheizen. Ja, ouch, heiß. Wieder mit seinem Klischee des Tentakelmonsters. Autsch. Der bringt aber auch einen sofort damit um. Muskelprotze. Konnte ich noch nie ausstehen. Ja, du stehst auf schwache Frauen, nicht wahr? Wieder typisch Tentakelmonster. Übel. Ey! So, schön heilen hier. Übel. Oh. Der haut ab. Ist der erledigt? Ich denke nicht. Er hat ja kaum ernst gekämpft. Sicher ist er einfach nur abgetaucht. Ihhh, da war was an meinem Fuß. Terra hier rüber. Wir sollten aus dem Gröbsten raus sein. Dieser dämliche Achtarmleuchter. Dem verpasse ich eine Blitztech, dass ihm die Saugnäpfe glühen. Gemach's, Serbin. Halt mich nicht zurück, Bruder. Och. Dieser Hitzkopf. Serbin. Schaut nicht so betrübt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Meint ihr wirklich, Barnon? Klar. Ihr müsstet es doch am besten wissen, Edgar. Sicher springt euer Bruder bald wieder quietsch wie der aus dem Wasser. Ja. Quietschfidel ist halt tot dagegen. Serbin! Jetzt bist du ganz auf dich gestellt. Viel Glück, Kleiner. Yep. Ja, der treibt jetzt erstmal sonst wohin. Edgar und Terra, die Barnon schützend genarscht ziehen. Serbin, hinfortgerissen von der Gewalt des Lethi-Stroms. Und schließlich Locke, der Süd-Figaro infiltriert, um den Vormarsch des Imperiums zu bremsen.
was mag die Gefährten erwarten? Ja, das sind jetzt drei Szenarien, zwischen denen wir jetzt erstmal wählen können. Zwischendurch können wir auch immer speichern. Ist eigentlich völlig egal, in welcher Reihenfolge wir die machen. Wir müssen sowieso alle hinter uns bringen. Und ich glaube, Barnum, Terra und Edgar haben das kürzeste von den dreien. Also machen wir mit denen weiter. Auf der Flucht vor den teuflischen Klauen des Imperiums steuern Barnum, Edgar und Terra durch reißende Strömungen gen Narsch. Sind wir jetzt so komisch angeordnet? Schön weitermachen, Barnum. Das Prinzip hat sich nicht geändert, der muss immer noch weiterleben. Wieder einsetzen. Barnum, greif du ruhig auch mal an. Jetzt ist nicht so eine Gefahr mehr. Alright. Würden wir jetzt endlich mal freundlicherweise ankommen? Dankeschön. Kann ich das gleich wieder umändern hier? So. Halt, haben wir noch unsere. Ja, alles noch da. Okay. Oh, da wären wir schon wieder. In Marsch. Aber ich glaube, ja. Schickt Gestahl seine räudigen Hunde erneut. Haltet ein, wenn ihr hier nicht auf der Stelle verschwindet. Und hört uns doch erstmal an. Ich bin Edgar, König von Vieh. Elender Lügner. Alter. Uiuiui. Versteht ihr nun, warum ich lieber der holden Weiblichkeit fröne? Männer hören einfach nicht zu. Entschuldigt, alles meinetwegen. Was kannst du denn für den Dickkopf, den die haben? Ach, Mensch. So. Tja, dann werden wir uns wohl dem Geheimgang widmen müssen. Als Lock mir zur Flucht verhalf, sind wir irgendwo hier rausgekommen, glaube ich. Locke hat mir alles erzählt. Wenn man diesen Stein dreht, sollte. Ah, okay. Jetzt müssen wir praktisch den Weg zurückgehen, den wir in Folge 2 gegangen sind vom alten Mann, der Terra geholfen hat. Oh, wieder diese Vera. Und tschüss. Keine Gefahr. Drei Potions gleich. Mann, oh Mann. Die hagelt's jetzt richtig. Ist hier runter jetzt, oder? Nee. Der Weg war falsch. So, hopp. Ah, toll, die Brücke ist kaputt. Müssen wir einen anderen Weg finden. So halbwegs zumindest. Uiuiui. Jetzt wird's aber ein bisschen zahlreich. Heilung, Barnum. Das wäre nett. Oder so. So. Zurück in Marsch und trotzdem nichts in Ordnung. So.
Alles wieder gut. Ihr seid tot. Balance Level Up. Tower Level Up. Sie lernt Entzug. Entzug? Hm? Was ist ein Entzug? Hm? Absorbiert TP von, also HP von einem Gegner. Also in Final Fantasy X hieß der Zauberspruch Sub Vita. Oder Sub Vita. Wie man will. Oh. Okay. Ist das hier etwa... Was? Dies ist ein Raum, um diejenigen zu prüfen, die Narshs Wache beitreten wollen. Wenn wir diesem Licht genau folgen, sollten wir unbeschadet das andere Ende erreichen. Bei einem Fehltritt jedoch umzingelt einen das Licht. Dann heißt es, das Rote zu wählen. Okay. Das ging hier lang. Dann hier rauf. Runter. Und jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube weiter rauf, oder? Und dann hier links und... Yep. Beim ersten Mal geschafft. Coolio. So, da rechts oben ist Terra durch den Boden gekracht. Hier waren wir gar nicht. Oder? Doch. Ah, hier haben uns die Mokris geholfen. Ah, ja. Und von unten rechts sind wir gekommen. Als Terra allein auf der Flucht war. Aha. Die Gegner hier sind keine Herausforderung. Zwar sind manchmal ein paar mehr da, aber... bleiben trotzdem genauso schwach. Die Kisten haben wir hier schon offen. Speicherpunkt. Mhm. Ich glaube, brauchen wir aber nicht. So. Gut. Barnum ist übrigens kein fester Charakter, deswegen können wir ihm auch keine Ausrüstung an- oder ablegen. Der ist jetzt praktisch nur so ein Gastcharakter. So, und jetzt sind wir hier da. Und da hier nach dieser Sequenz, die jetzt gleich kommt, mit dieser Gruppe schon wieder Schluss ist, werde ich alles ablegen, was unsere Charaktere tragen. Na, wo ist der Eingang? Hier, okay. Hello? Sir Barnum, König Edgar. Und Terra ist ja auch da. Mein guter Ardis, wie stehen die Dinge bei euch? Narsh ist weiterhin autonom. Weder mit dem Imperium noch mit den Rückkehrern gibt's Bündnisse. Meine Worte, sich dem Widerstand anzuschließen, finden kein Gehör. Doch jetzt, wo ihr hier seid, werden die Menschen vielleicht wachgerüttelt. Sehr unwahrscheinlich. Wie geht's dem Volk? Alle leben in Angst, seit die S-Bahn in Minen entdeckt wurde. Dieses Mädchen vermag das Mysterium, um die S-Bahn vielleicht zu erhellen. Die Angst vor diesem Wesen mag groß sein, doch ist die Neugierde der Menschen ungebrochen. Wenn wir es geschickt anstellen, werden sie Terra vielleicht akzeptieren. Ich frage mich nur, ob die Esper uns Erlösung bringt oder Verderben. Tja, ja, eine von vielen Fragen. Wähle bitte ein Szenario, Kupo. Ja. Könnte ich jetzt schon machen, aber ich würde sagen, wir machen hier eine etwas kürzere Folge draus. Speichern an dieser Stelle. Und ja, wählen in der nächsten Folge das nächste Szenario. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt noch nicht, welches das sein wird. Entweder halt Locke oder Sabin.
entscheide ich spontan. Also, bis zum nächsten Mal. Tata!